Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, wie ihr gerade gesehen habt, zu einem neuen Angezockt von Leather Suit Larry. Ein schlüpfriges Point-and-Click-Adventure. Müssen wir mal gucken, ob man das überhaupt streamen darf. Vielleicht könnte man da ja auch mal einen Stream machen. Weil einige von euch, René zum Beispiel, möchte ja mal was Ruhiges. Massive Spoiler. Ich weiß nicht. Wir gucken erstmal bei Einstellung. Audio. Ein bisschen hervorgehoben ist es. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ich mach mal nur eine Stufe leiser wegen Musik. Das lassen wir einmal, machen wir immer eins höher. Bei Mafia war schon ziemlich leise. Ich habe es jetzt eigentlich noch mal angepasst. Ich werde sicherheitshalber noch mal ein bisschen anpassen. Sprache Deutsch. Also Textsprache Deutsch. Untertitel an. Jo. Steuerkreuz ist. Was? Insta-Map. Timber. Ivan. Das ist Ivan. Meinen Sie mit Facebook? Also das sieht ein bisschen anders aus. Timber könnte Tinder sein. Unter. Uber. Okay. So. Wie alt bist du? Alt genug für das Spiel? Zu jung für das Spiel? Mehr als alt genug? Ich bin nur eine Katze, die über die Tastatur gelaufen ist. Oh Gott. Hier noch eine Erklärung, was das für Schwierigkeitsgrad ist, wäre natürlich nicht schlecht. Ich bin nur eine Katze, die über die Tastatur gelaufen ist. Aber wir machen mal alt genug. Überprüfung, okay. Was ist denn bei Katze? Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Und viele sagten, das sei auch besser so. Ich mal schnell überbrechen. Ich will mal Katze machen. Ich hab gedacht, ich kann mit Kreis zurückgehen. Halt. Hey. Ah. Au! Und. Süße! Die hat sich wohl verkrümelt. Die Stimme kenn ich doch. Typisch. Wenn ich über die Katze nehme. Die
zu jung kann ich auch nicht machen. Mehr als alt genug. So, jetzt machen wir mal die Fragen. Wie heißt der? Nein, Quark. Welcher? Dagobert. Das war damals... Ach, egal. Was ist ein Fax? Das ist doch wieder so eine Fangfrage. Wenn ich hier sage, das heißt Minecraft, dann heißt das wieder, ich bin zu jung. Ich nehme mal Markus hier einfach. Okay. Schieß los. Party like it. Der erste neue Start der Unabhängigkeit. Afrika? Welches dieser Videospielmagazine gab es nicht? Super Fun, Mega Fun, Wow, Screen Fun. Doch, die gab es doch, oder? Na, sag ich ja. Ich will es schaffen. Welches? Eine erfolgreiche. Mach schon mal so Zaun. Schon Stefan Raab. Gott! Klingt alle Podolski, sagt mir irgendwas. Ach Mensch, wer stellt denn hier so eine scheiß Fußballfrage? Bitteschön. Das ist ein Videospiel. Maggie. Welcher? Ist doch nicht. Oh, leck mich doch. Stell doch mal vernünftige Fragen hier. Brauchst du 3 Stunden hier umzukommen? Warum rennt Loder? Thank you.
Als was wurde Andrak bekannt? Manuel Andrak sagt mir aber auch irgendwas. Andrak. Nee, von Harald Schmidt. Love Parade. Ach, endlich haben wir es geschafft. So, jetzt. Oldschool. Gibt's ja eine Trophäe. Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Und viele sagten, das sei auch besser so. Doch der Prophezeite lebt. Er wird kommen. Die Alpakas werden sich vor ihm verneigen. Und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Okay. Alpakas werden sich vor mir verneigen. Hallo? Barney Stinson. Hey, Süße. Warum hast du das Licht ausgemacht? Wo bist du? Oh, das fühlt sich doch an wie dein... Oder auch nicht. Und warum liegen wir nicht mehr im Bett? Wo ist das Bett überhaupt? So, jetzt sollte wieder gehen mit Mikrofon. Süße! Die hat sich wohl verkrümelt. Typisch. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ah, die Suche nach Liebe führt einen an die seltsamsten Orte. Und die meisten sind stockfinster, feucht und dunkel. Ich sollte erst mal Licht anmachen. Kommentare sind schon geil, muss man sagen. Oh, wir sollen Dreieck drücken. Oder? Ja. Was ist das hier für ein Ort? Der macht nichts mehr. Scheint nach oben zu führen. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Ach, 87 steht hinten dran. Scheint eine Art Hightech-Labor zu sein. Bin ich entführt worden? Und vor allem... Von wem? Das hat irgendwas bewirkt. Was ist das für ein Ding? Haben Sie Experimente an mir gemacht? Und vor allem, wer? Schnell. Ich fühle mich so, als hätte ich ewig geschlafen. Ah, Tageslicht.
Schatten, es muss eine harte Nacht gewesen sein. Alles so verschwommen. Aber jetzt ist ein neuer Tag. Heute scheint die Sonne nur für Larry Leffer. Da gab es doch nochmal einen Teil, wo man seit damals mit der PS3. Oder auch nicht. Habe ich den ganzen Tag verschlafen? Auch gut. Das heißt, es ist eine weitere heiße Nacht für Larry Leffer! Huch, was war das denn? Da spielst du der Lift hinüber. Nicht Larry, steht sondern wohl nicht mehr unter Strom. Anders als ich. Neffen war das, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, sein Neffen. Das sieht etwas anders aus, als ich in Erinnerung habe. Aber die Stimme von Barney Stinson dazu, das passt ja natürlich. Das bekomme ich nicht herausgehoben. Der Schuh ist durch, aber die Schnürsenkel sind noch in Ordnung. Beam mich hoch, Scotty. Ist wohl gerade außer Betrieb. Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Hier hängen ein paar Flyer, aber da ist nichts dabei, was mich interessiert. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Und dann kommt dieser mega heiße Typ auf mich zu. Du musst nicht von mir in der dritten Person sprechen, Baby. Und dann gucke ich ihn mir genauer an und denke nur so, hallo, die Klamotten gehen gar nicht. Hey! Oh, warte mal, mich quatscht hier so ein creepy alter Sack an. Ich melde mich später wieder. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie Lefties? Naja, die Bewertungen haben mich nicht hergelockt. Die Bude hat nur ein Like bei Instagram und einen halben Stern bei Gulp. OMG, mega Downer. Aber sie soll der übernächste Geheimtipp der Stadt werden. Zumindest ist hier alles toll retro und vintage und so. Guck dir den Dreck an, der wirkt richtig echt. Da kann der Salon de Lézard nicht mithalten. Ist echt ich bin Becky Butter, aber das weißt du sicher. Du siehst wie einer meiner typischen Follower aus. Ich hab dich nicht verfolgt, echt. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ey, meine Community lässt gerade nach. Mein Channel könnte ein paar Likes vertragen, sonst verliere ich Traction. Community. Lebst du in einer Kommune? Oder benutzt du gar kein Instagram? Du bist eher in der Altersgruppe, die auf Verschwörungstheorien auf Facebook steht, oder? Und was für eine Score hast du auf Timber? Ich meine, du bist ungefähr, weiß nicht, 50 Jahre zu alt. Aber ich habe gehört, dass es auch ein paar Senioren nutzen. Aber die sind eher bei Parshit oder Elite-Falter. Ich finde dort ja nur so oberflächliche Angeber. Tolles Profilbild, aber kein Charakter. Ich komme ja viel rum und das merkt man. Nächstes Jahr gehe ich zum Scorching Dude Festival, wegen der Openness der Menschen. Es soll hier ein ganz neues Craftbier ausgeschenkt werden, selbst gebraut. Total analog mit den Händen und so. Wäre super für ein Selfie. Hey, ich kann dir so ein Craftbier holen. Craftbier. Oder halt das. Wenn sie auch besonders abgefahrene Varianten haben, will ich davon was. Du weißt schon, mit Pumpkin Spice oder Lemon Cobra. Klar doch.
So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist hinter einer Scheibe. Nein, das nehme ich nicht mit. Das ist gut so, wie es ist. Finger weg! Daraus kommt mein Barbarenbräu. Das zapfen nur Profis wie ich. Verschlossen. Wie meine Highschool-Dates. Fest verschlossen. Kaugummis vom Tresen abknubbeln, die zweitschönste Sache der Welt. Was darf's sein? Larry, bist du es wirklich? Wer sonst? Ach, du bist es! Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Und du bist keinen Tag älter geworden. Irgendwie siehst du sogar besser aus als früher. Nicht mehr so knubbelig. Wir haben uns gefragt, wohin du gegangen bist. Einige meinten, du hättest dich auf eine exotische Insel zurückgezogen. Ja, andere glaubten, du wärst ins Kloster gegangen. Naja, und einige sagten, du wärst tot. Ich war noch nie im Kloster. Dann wirst du froh sein, dass das hier immer noch keins ist. Aber jetzt mal ehrlich, Larry. Was ist mit dir passiert? Ich war auf einem Date mit, wie hieß sie noch? Jedenfalls sind wir zu ihr gegangen. Oder zu mir. Oder in ein Hotel. Und dann... Ich will nicht sagen, dass es Aliens waren, aber es waren Aliens. Ich will gar nicht wissen, was sie mit deinen Körperöffnungen gemacht haben. Sagen wir so, die Handschellen am Bett waren ziemlich fest. Ja, mache ich auch so. Hilft gegen Schlafwandeln. Unter uns gesagt, ich weiß nicht, ob wir Sex hatten oder nicht. Unter uns gesagt, du siehst immer noch wie eine Jungfrau aus. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Tröste dich, Larry. Heutzutage blickt überhaupt niemand mehr durch. Die Welt ist unübersichtlich geworden. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. So ein leuchtendes Rechteck habe ich noch nie zuvor gesehen. Moment. Larry, dir ist doch schon klar, dass du ewig lange weg warst. Wie meinst du das? Du warst komplett von der Bildfläche verschwunden. Jahrelang. Wie meinst du das? Haben wir etwa schon 1990? Oder etwa 2000? Ist das leuchtende Rechteck eine Fernsteuerung für einen Raketenrucksack? Sind wir auf dem Mars? Wir sind im Jahr... komm mal näher. Wirklich? Wirklich. Okay. Ich bin im 21. Jahrhundert. Viele Menschen, die ich kannte, sind tot. Alles hat sich verändert. Diese Welt kenne ich nicht. Ach, egal. Ich habe immer noch mein gutes Aussehen, meine blendende Ausstrahlung und in der ganzen Stadt den größten... Das hier ist ein Familienetablissement. Charme. Finger weg!
Daraus kommt mein Barbarenbräu. Das zapfen nur Profis wie ich. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Was habe ich so in Lost Wages verpasst? Lost Wages? Larry, du bist in New Lost Wages. Du scheinst dir ja heftig den Kopf angeschlagen zu haben. Ich hätte gern zwei Bier. Eins für Becky? Gut, die ist eine von diesen verdammten Hipstern, die Stadt überschwemmen. Nennt sich selbst eine Influencerin. Ha! Früher musste ich draußen ein Schild hinstellen, dass es hier Bier gibt. Heute muss ich dafür sorgen, dass so einer ein Foto davon auf Instagram postet. Okay. Bitte sehr. Zwei Barbarenbräu. Mit viel Liebe gebraut, obwohl das Gesundheitsamt das nicht zu schätzen weiß. Schreib's mir auf den Deckel. Gut, dass ich deinen aus 1987 immer noch habe. Larry, sag mal, hast du eben die beiden Biere in deine Jacke gesteckt? Klar, das mache ich schon immer so. Mit allen Sachen. Darf man das heutzutage nicht mehr? Schon gut. Was ist mit den Raketenrucksäcken? Sind alle explodiert. Schade. Gibt es inzwischen Sexroboter? Nein, wir schlucken Pillen, um einen Orgasmus zu bekommen. Was? Ganz ruhig, Larry. War nur ein Witz. Auch im 21. Jahrhundert haben wir noch Sex. Wenn auch noch keine Roboter. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Jugendliche essen Waschmittel, um cool zu wirken. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Manche Leute glauben, man müsste sich einen Eimer Eiswasser über den Kopf schütten, bevor man Geld spenden darf. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Du bist modisch fast schon wieder auf der Höhe der Zeit. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Punk ist tot. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Space Shuttle und Concorde gibt es nicht mehr. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Synthesizer-Musik ist nicht mehr ganz so angesagt wie früher. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Kein Mensch spielt mehr Adventures, sondern so Sachen mit explodierenden Süßigkeiten. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Computer hat man inzwischen meistens in der Hose bei sich. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Katzenbilder sind eine neue Religion. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Was kannst du mir noch über diese neue Welt erzählen? Ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst. Oh, Trophäe gekriegt. Bis später, Lefty. Gucken wir noch schnell nach. Ja, da fragen ja auch immer viele nach. Jo. Hat auf jeden Fall Platin. Stand das nämlich eben in der Mitteilung Englisch da? Ja. Okay. Da wurde mir jetzt die Englische angezeigt, warum auch immer. Hey, ich habe hier dieses Barbarenbräu. Das hat aber gedauert. Ich hatte in der Zeit schon 12 neue Matches auf Tinder. Cheers. Moment, ich muss erst Fotos davon machen.
Jetzt aber. Cheers. Moment, ich muss noch die Videostory filmen. Und das, obwohl es seltsam riecht. Achtet beim Trinken darauf, dass euer Lipgloss frisch aufgetragen ist. Sonst hinterlässt das keine süßen Spuren am Glas. Die machen sich nämlich prima um... Und durch das Bier kann man nicht mal durchgucken. So dunkel ist das. Da müsst ihr mit den Selfies aufpassen. Ist total die Challenge, dass man nicht davon verdeckt wird. Aber, meine Lieben, ihr schafft das. Und wenn ihr das Video mögt, drückt da unten auf Like und Fave und Thumbs Up und Stern und Herz und Push und hinterlasst einen Kommentar. Aber nur, wenn er lieb ist. Und teilt das Video auf Instagram, auf Facebook. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Cheers. Cheers. Gar nicht schlecht. Oh, die Nougat-Stangen sind scheiße lecker, ey. Mir wird übel. Warte, ich will filmen, wie es dir schlecht geht. Hashtag fail. Ihr Mädels aus der Zukunft scheint Megan aus Stahl zu haben. Oder ihr seid Roboter. Sexy Roboter. Meine Gebete wurden erhört. Ich muss nur kurz auf Toilette, Baby. Geh nicht weg. Oje. Das wird knapp. Mist, abgeschlossen. Lefty hat bestimmt einen Schlüssel. Lefty! Was gibt's? Meine Gedärme lösen sich gerade auf. Danke. Ich will's mal so ausdrücken. Ich brauche sofort den verdammten Toilettenschlüssel. Ach so. Hier, bitte. Mist. Mist. Abgeschlossen. Falscher Knopf. Der Schlüssel ist abgebrochen. Aber immerhin hat er vorher das Schloss entriegelt. Was ist das? Halluziniere ich? Nein, irgendwas ist da in diesem Schleimhaufen. Das fasse ich nicht einfach so an. Da ist nichts drin. Nein, ich will wissen, was in diesem Schleimhaufen ist. Fühlt sich feucht an. Das hilft mir nicht. Der würde nur durch den Schleim ziehen. Ich habe genug ekliges Zeug für eine Nacht getrunken und wieder ausgekotzt. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Damit könnte ich den Schleim wegmachen, aber meine Hände kämen näher, als mir lieb ist.
Ah, hier kann ich kombinieren. Vielseitig verwendbar. Sieht auch aus, als wäre sie schon mal verwendet worden. Oh, mit Dreieck, okay. Das habe ich ohne Ingenieurstudium hinbekommen. Das hilft mir nicht. Daraus könnte man eine klebrige Angel bauen, aber der Kaugummi ist zu trocken und der Schnürsenkel zu kurz. Das hilft mir nicht. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Da ist eins von diesen leuchtenden Rechtecken drin. Bewegungsalarm! Bewegungsalarm! Geruch? Gesicht nicht erkannt. Fingerabdruck nicht erkannt. Geruch nicht erkannt. Identifizierung erforderlich. Wie läuft's denn so, Süße? Stimme nicht erkannt. Raum nicht erkannt. Ortung nicht möglich. Erklärung! Erklärung! Bist du ein Sexroboter? Wo soll ich rubbeln? Starte Sicherheitsprotokoll. Bringen Sie mich sofort zurück ins Hauptquartier. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Rede! Sonst stecke ich dich wieder in den Schmodder. Hautkontakt mit dieser Substanz wird nicht empfohlen. Okay, das klingt nachvollziehbar. Warum kannst du so gut sprechen? Diese Information ist nur für autorisiertes Personal verfügbar. Sie sind kein autorisiertes Personal. Ich habe meine Autorisierung in der anderen Hose. Und sag ruhig du. Name und Angestelltennummer? Larry Leffer. Nummer... ...69. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Welches Hauptquartier? Prune Incorporated. Prune? Was soll das denn sein? Prune Incorporated ist ein Hardware- und Softwarehersteller, der vor allem für sein revolutionäres P-Phone bekannt ist. Das bin ich. Und für seine vielfältigen Apps wie Timber, der modernsten und offensten Dating-Software aller Zeiten. Das Hauptquartier von Prune befindet sich in New Lost Wages. Und dorthin willst du zurück? Geoortung nicht möglich. Bitte Aufenthaltsort angeben. Du kommst ins Klo. Sicherheitsalarm. Leite Selbstzerstörung ein. 5, 4... Langsam, langsam! Ey, meine Güte, bist du empfindlich. Das war ein Witz. 3. Selbstzerstörung angehalten. Bitte gib den derzeitigen Aufenthaltsort an. Nein. 2. Lefties. Selbstzerstörung angehalten. Ich habe Lefties lokalisiert. Ein Unterwirt gerufen. Unter was? In 24 Sekunden trifft dein Unterfahrzeug draußen ein. Bitte steig dort ein. Dann bin ich mal gespannt. Sieht so aus, als hätte da mal ein Poster gehangen. Das hilft mir nicht.
Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einem das Glasauge. Das ist gut so, wie es ist. Besser nicht. Besser nicht. Geld ist nicht immer die Lösung. Das ist mir zu gefährlich. Das ist gut so, wie es ist. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einem das Glasauge. Ich bin so schon pleite genug. Das hilft mir nicht. Warum sollte ich die Platte mitnehmen? Wirkt überwiegend tot. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einem das Glasauge. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding. Warum guckst du dauernd auf dieses leuchtende Ding? Ich weiß. Das ist total veraltet. Schließlich kommt in ein paar Stunden schon das neue Modell raus und ich sollte mich mit diesem Ding hier gar nicht mehr blicken lassen. Ich mache dann einen Livestream von der Schlange beim Laden. Ich bin total excited. Aber was da immer für hässliche Nerds abhängen. Bei mir ist auch was excited. Ja, echt jetzt. So excited. Ich bekomme schon die ganze Zeit total liebe Messages. Meine Community ist schon ganz heiß auf das neue Modell. Warum guckst du dauernd auf dieses leuchtende... Ich mache dann ein... Ja. Genug Smalltalk, Baby. Wie wär's, wenn wir endlich, du weißt schon, zur Sache kommen? Du meinst, wir sollten uns verlinken? Also körperlich, ne? Was? Was? Genug Smalltalk. Du meinst, wir sollten... Was? Was? Wartest du hier auf jemanden? Außer mir? Naja, mein Timber-Date kommt wohl nicht mehr. Der Typ hat mich wohl versetzt, ey. FML. Echt doof. Dieser Lance macht auf Bildern echt was her und wäre super für meine Selfies. Bis später. Leuchtendes Rechteck? Ja. Warum heißen die Taxis jetzt unter? Und warum hat es kein Taxischild? Suche Taxi. Information gefunden. Taxis sind eine antike Fortbewegungsmethode, die durch hochmoderne Unterwagen ersetzt wurden. Unter ist eine Tochtergesellschaft der Prune Incorporated. Muss ich nicht dem Fahrer sagen, wohin es geht? Das weiß er schon. Woher? Ich habe es ihm gesagt. Du hast doch gar nicht mit ihm gesprochen. Ich habe es ihm auf sein Smartphone geschickt. Smart was? Sein leuchtendes Rechteck. Ach so. Das ist Magie, oder? Nein. Wie heißt du eigentlich? Ich habe keinen Namen. Jeder hat einen Namen. Du kannst dir einen aussuchen. Oh, dann... Madonna. Auswahl gespeichert.
Wie heißt du eigentlich? Ich habe keinen Namen. Jeder hat einen Namen. Du kannst dir einen aussuchen. Oh, dann... Bo? Auswahl gespeichert. Wie heißt du? Ich habe... Jeder... Du kannst dir einen... Oh, dann... Kim? Auswahl... Muss ich nicht dem Fahrer sagen? Das war... Woher? Ich habe... Du hast doch gar nicht... Ich habe... Smart? Sein... Ach, das ist Magie. Nein. Wie heißt du eigentlich? Ich habe keinen... Jeder hat... Du kannst die... Oh, dann... Cindy? Auswahl gespeichert. Wie heißt du? Ich habe... Jeder hat... Du kannst... Oh. Madonna. Au. Kannst du mir mehr darüber sagen, was in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist? Ich muss es nicht sagen. Ich kann es dir zeigen. Soll ich das tun? Gern. Starte Videorückblick. Oh, der gute Ronald. Was wohl aus dem geworden ist? Oh. Oh je. Und dann? Aber doch nicht. Genau, das hätte ich auch. Oh Gott. Oh, das ist neu. Was, der? Und dann der? Das alles zu verdauen wird einige Zeit brauchen. Okay, das reicht. Sind wir bald da? Wir erreichen gleich unser Ziel. Verdammt, ich habe gar kein Geld, um die Fahrt zu bezahlen. Sie ist schon bezahlt. Hast du es auf sein Smartphone geschickt? Genau. Jetzt sei mal ehrlich, das ist doch Magie. Ach. Ja, jetzt geht's richtig los. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das vielleicht vor Mafia noch... Das sieht aber... Was ist das denn für ein Gebäude? Das Hauptquartier von Prune Incorporated. So viel konnte ich mir schon sagen. Kein Anibis, ein Apfel, ein ganzer Apfel, aber der aussieht wie eine Möse. Guckt euch mal den Mitte an, das sieht aus wie eine Mutti. Hier ist aber schon klar, dass das Ding eher nach einem Pen... BJ hat das Gebäude persönlich entworfen und er nimmt Kritik sehr persönlich. Bitte vermeiden. Ich mag auch einen BJ. BJ, Bill Jobs, der CEO von Prune, mein Erfinder, mein Herr und Gebieter. Das Zentrum meines Universums. Der hellste Stern am Himmel der Technologiekonzerne. Der intelligenteste. Du bist ein Fan. Verstehe schon. Bring mich schnell zu ihm. Und niemand anders darf mich sehen. Ich bin ein streng geheimer Prototyp. Jetzt mach nicht so einen Stress. Du hast im Lefties in einem Haufen Glibber gesteckt. Das ist nicht gerade streng geheim. Ich weiß selbst nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Schätzchen, dir geht es wie mir. Wo soll ich dich hinbringen? Nach oben in der Skyloft. Dort ist BJs Büro. Okay. Der ist noch gut. Hier könnte man einen Flyer anbringen. Unbestätigt. Sofortige Rückkehr ins Hauptquartier nötig. Nach oben in der Skyloft. Dort ist BJs Büro. Unbestätigt. Nach oben. Hallo. Und dann? Dann habe ich sie komplett enthüllt. Und dann? Dann habe ich den Ständer rausgeholt. Und dann, und dann, und dann? Dann habe ich sie auf den Ständer gesetzt. Ganz langsam. Oh. Ich musste sie mit beiden Händen packen und immer tiefer drücken. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann mir auch bald so eine teure Soundanlage leisten. Und dann? Dann habe ich
Moment, wer bist du denn? Larry Leffer. Ich habe hier so ein Ding, das mich zutextet. Das will hier irgendwo hin. Was für ein Ding? Moment, ich habe doch gesagt, dass mich... Das hier. Niemand sehen darf. Ist das ein... Das ist doch... Das neue Modell. Der geheime Prototyp. Es ist wunderschön. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt steck mich wieder weg, bevor der Sabba auf mich... Okay, zu spät. Woher... Woher hast du... Wie... Wollt ihr es mal anfassen? Ja. Das dürfen wir nicht. Nur ganz kurz. Ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden, wegen so eines kleinen Dings. Ruhe jetzt. Er soll mich in die Chefetage bringen. Und kein Wort zu irgendwem. Ja, Herrin. Okay, schnell. Da hinten ist der Lift. Hier hast du eine Zugangskarte zur einmaligen Benutzung. Und steck den Prototypen wieder weg. Unbestätigt. Sofortige Rück nach oben. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. So, ja. Muss ich ja wieder drücken. Das ist eine einzige Katastrophe. Wie konnte das passieren? Wir untersuchen noch alles. Aber wir haben das Notsignal empfangen und der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Wer hat ihn? Das ist noch unbekannt. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde ihn hochkant feuern, auf Schadensersatz verklagen. BJ. Und wenn das nochmal passiert, werde ich den ganzen Laden dicht machen. BJ. Was? Ganz ruhig. Der Prototyp ist auf dem Weg hierher. Alles ist für die Präsentation vorbereitet. Es sind nur noch die letzten technischen Details zu klären. Wir sind im Plan. Ja, du hast recht. Ich sollte mich darauf konzentrieren. Hast du den Prototypen? Hallo, ich bin Larry. Larry Leffer. Hallo, Larry. Ich bin Faith. Und das, wie du sicher weißt, ist BJ. Jetzt gib endlich den Prototypen her! Faith. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Larry. Es wäre mir eine Freude, wenn du endlich das Ding rausholst. Okay, aber ich muss dich warnen. Er ist ganz schön groß. Stimmt gar nicht. Ich bin das dünnste Modell aller Zeiten. Ach so, du meinst dieses Gerät, das nicht die Klappe hält? Was ist das nochmal für ein Kerl? Du kennst ihn nicht? Nein. Unter welchem Stein hast du gelebt? Genau genommen, unter der Straße. Also, das ist Bill Jobs, der legendäre Gründer und CEO von Prune Incorporated. Und ein Genie. Und natürlich ein Genie. Was ist das überhaupt für ein quatschendes Ding? Das ist unser P-Phone. Hast du etwa keins? Nein. Wofür sollte ich so ein Gerät brauchen, das mich die ganze Zeit komisch anlabert? Nun, es ist ein Mobiltelefon. Also wieder? Ein Musikspieler, ein revolutionäres Kommunikationsgerät. Verstehst also die du? Nehmen ja alle auf den Korn, aber Geräte. Bill es Jobs. Es ist ein Gerät. Es ist also auch noch schizophren? Irgendwann werde ich euch alle töten. Das ist was? Eher nur zusammen, also ist na klar, Ironie aber und Sarkasmus und alles, aber Bill Gates und Steve Jobs, Bill Jobs. Kann ich dieses Ding für ein Date mit dir eintauschen? Haha, sehr witzig. Moment, du meinst das ernst? Klar. Wie ist es nun mit einem Date? Nun... du siehst aus wie... Sag nichts. Ich bin mir meiner Ausstrahlung bewusst. Und du bist auch nur eine Frau. Daran muss es liegen. Kannst du mich jetzt endlich erlösen? Danke. Endlich wieder in vertrauten Händen. Wir müssen den Prototypen durchchecken. Unsere leitende Ingenieurin muss ihn neu kalibrieren. Und dass mir sowas nie wieder passiert. Sonst hat das Konsequenzen. Also... Was unser Date angeht... Du bist jedenfalls hartnäckig.
Gehen wir zu dir oder zu mir? Larry, ich habe keine Zeit für Verabredungen. Deswegen treffe ich mich nur über Timber. Timber? Die Dating-App, die wir hier bei Prune entwickeln. Die App, die das Liebesleben aller Menschen revolutioniert hat. Ach, die? Natürlich. Tolle App. Hab direkt zwei davon gekauft. Und nimm's nicht persönlich. Ich glaube nicht, dass dein Profil dort genug Punkte hat. Unter 90 Punkten nehme ich keine Anfrage an. So ein Zufall. Ich habe 90. Es gibt nur 4 Männer, die mehr als 90 Punkte haben. Und ich kenne sie alle. Du hast dir sowieso einen Finderlohn verdient, Larry. Hier, ein Gutschein für ein P-Phone. Den kannst du direkt unten im Laden einlösen. Dann kannst du dir auch Timber installieren. Und wenn ich da 90 Punkte habe, gehst du mit mir aus. Aber natürlich, Larry. 90 Punkte in Timber sind für einen Kerl wie dich doch ein Klacks. Geh nicht weg. Das wird nicht lange dauern. Wo ist dieser jämmerliche Typ denn ausgebuddelt worden? Ich habe hier einen Gutschein für so ein Dings. Zeig mal her. Ja, sieht gut aus. Gib ihm eins. Da. Ein brandneues P-Phone. Danke. Auch wenn ich gehört habe, dass sehr bald ein neues Modell erscheint. Und wie schalte ich es ein? Den Knopf gedrückt halten. Okay. Herzlich willkommen zu Ihrem neuen P-Phone. Danke, dass Sie sich für ein Produkt von Prune entschieden haben. Keine Ursache, Kleine. Wie läuft's denn so? Nennen Sie bitte Ihren Namen. Du findest mich im Telefonbuch unter Sexiest Man Alive. Eintrag nicht gefunden. Bitte korrekten Namen nennen. Larry Leffer. Registriere Larry Leffer. Einrichtung abgeschlossen. Und wofür braucht man so ein Ding? Für alles. Wie? Für alles? Du bist echt von gestern, oder? Naja. Ist in diesem Teil auch so eine Frau drin? Oh. Wenn du möchtest, sind da ganz viele Frauen drin. Das Ding muss ja mehrere Megabyte Speicher haben. Also, dann zeig mir mal, wie das Ding bedient wird. Wie, das weißt du nicht? Nein. Aber natürlich, Larry. Wir helfen dir gern. Angeschaltet hast du's ja. Und du hast dich auch als Benutzer angelegt. Wisch drüber. Ich habe keinen Putzlappen dabei. Nein, über das Display wischen. Mit dem Finger. Kann das Ding auch Telespiele? Nur wenn du auch Lootboxen kaufen willst. Was? Erkläre ich dir, wenn du mir $800 bezahlst. Niemals. Dann ist das sowieso nichts für dich. Wie funktioniert die Frau da drin? Du musst sie aufrufen. Huhu. So doch nicht. Du musst Hallo Pi sagen. Hallo, Süße. So doch nicht. Du musst Hallo Pi sagen. Hallo Pi. Ja, Larry? Was kannst du alles? Ich bin eine selbstlernende KI. Je öfter du mit mir interagierst, desto besser verstehe ich dich. Dann wärst du die erste Frau, bei der das funktioniert. Wofür sind die hübschen kleinen Bildchen? Das sind Apps. Was? Ups? Apps. Programme. Ach so. Und wie tippe ich bei denen was ein? Du musst die Tastatur aufrufen. Aber da ist doch gar keine an dem Ding. Die erscheint auch auf dem Bildschirm. Aber der ist doch viel zu klein. Ich glaube, jetzt habe ich alles verstanden. Das bezweifle ich. Okay, eine wichtige Sache noch. Faith sagte, dass ich Punkte in etwas namens Timber sammeln soll. Kennt ihr das? Wenn du da ankommen willst,
brauchst du ein verdammt gutes Profil. Zum Glück verstehen wir was davon, nicht wahr? Wir können dir helfen, ein Profil aufzusetzen, das die Frau nur so anzieht. Super. Allerdings machen wir das nicht bei jedem und brauchen erstmal von dir einen Beweis, dass du ein guter Aufreißer bist. Gut. Wo geht es in eine dunkle Gasse? Nein, sowas doch nicht. Ich hätte gern weiches Toilettenpapier. Hier bei Prune kaufen nur das Billigste und das kratzt so. Ich hab doch Neurodermitis und Acne Vulgaris am... Du weißt schon. Und was willst du? Was? Hast du keine an? Die von einem Mädchen, aber eine gebrauchte. Oh Mann. Ja, natürlich. Hey, nicht wie du denkst. Es ist doch nicht für mich oder so. Aber wenn du das beschaffen kannst, wissen wir, dass du ein echt geiler Aufreißer bist. Also, ihr wollt... Toilettenpapier, aber es muss weich sein. Ein Unterhöschen, aber gebraucht muss es sein. Geht klar. Völlig normale Sachen, die man in jedem Automat bekommt. Was ist das denn für ein Karton? Nicht, was das ist. Das ist eine virtuelle Realität. So wie dieser Cyberspace? Der was? Muss sowas von aus den 80ern. Jedenfalls kannst du dir ruhig eine Brille nehmen. Jeder Kunde bekommt eine geschenkt. Danke. Oh, der Karton ist auseinandergefallen. Ich habe ihn nur in die Hand genommen. Das sagen sie alle. Kann ich einen anderen haben? Kannst du nicht lesen? Nur ein Set pro Kunde. Kann ich das kaputte Set gegen ein neues eintauschen? Aufgrund der Gebrauchsspuren kann ich das leider nicht tun. Allerdings kann ich für nur $299.99 eine Reparatur anbieten. Um weitere Schäden zu vermeiden, kann ich dir auch noch eine Geräteversicherung zu besonders günstigen $19.99 pro Monat anbieten. Laufzeit 96 Monate, nicht übertragbar. Allerdings greift die Versicherung nicht in folgenden Fällen. Wasserschäden, Fallschäden, Softwareschäden, Berührungsschäden, Gebrauchsschäden oder etwaige andere Schäden, die durch die alltägliche Nutzung des Gerätes entstehen. Und Vulkanausbrüche. Okay, ich denke mal darüber nach. Hey, Finger weg! Nur eine pro Kunde. Hey, nur anschauen, nicht anfassen. Oh, Flashback. Ein Unter kann nur auf der Straße gerufen werden.
Hey, Lefty. Was gibt's, Aaron? Das WLAN eiert wieder rum. Mal up, mal down. So kann ich nicht arbeiten. Techniker ist informiert. Und wann kommt der Techniker? Kann nicht mehr lange dauern. Mach ihm Feuer unterm Hintern. Ich habe für heute eine Show angekündigt. Boah, das klingt ja übel. Aber in meinem Bett würdest du ähnliche Geräusche machen. Alles fit im Schritt? Hey, Leute, wie geht's euch? Becky, bist du das? Ich bin hier nicht so mega drauf, eher down. Weil hier so hart gefeiert wird, das macht mich fix und fertig. Aber ich bin gleich wieder on top und werde dann zu den anderen Party-Peoples rausgehen. Also, wenn ihr weiter dranbleiben wollt, was das Nightlife heute bringt, hier in der geilsten Location von New Lost Wages, dann klickt da unten auf Abonnieren und schreibt in die Kommentare, wo ihr heute crazy abfeiert. Yep, das ist Becky. Warst du das? Hast du mir was in den Drink gemixt? Natürlich nicht. Ich glaub dir kein... Bist du bald fertig? Ich muss mal dringend. Geh weg, das dauert noch. Kannst du mir mal das Toilettenpapier rausgeben? Um Gottes Willen, das brauche ich alles selbst. Aber das bleibt unter uns. Ich bräuchte eine Unterhose. Warum brauchst du... Ich will nicht darüber reden. Ich schaue, ob ich was auftreiben kann. Warum wollen eigentlich alle, dass ich ihnen Unterhosen besorge? Würgende Frauen machen mich irgendwie scharf. OMG, das ist ja abartig. Yeah, baby. Plaudern wir später weiter. Bloß nicht. Das ist gut so, wie es ist. Okay, was will ich denn? Ich muss erst Geld einwerfen. Okay, was will ich denn? Ich muss erst Geld einwerfen. Total trocken im Hals. Oh, ich hab Gott sei Dank noch Wasser hier. Wir sind schon eine Stunde 10 dran. Ein paar Flyer. Da ist noch Platz für andere. Kann ich dir helfen, Larry? Also... Wer war denn der luftig gekleidete Rotschopf? Wer? Aaron? Die hat das Zimmer oben angemietet. Und was macht sie da oben? Das weiß ich nicht so genau. Und das geht mich auch nichts an. Irgendwas mit diesem Internet. Was ist ein WLAN? Das Funkinternet.
Ich hätte mir doch nicht dieses Sondermodell von einem Router aufschwätzen lassen. Wurde angepriesen als WLAN-Router mit integriertem Home-Entertainment-System. Aber die Musik kratzt und die Verbindung ist flatterhaft. Ist das Internet sowas wie das ARPANET? Ich sag einfach mal ja. Ha! Da werden die Kommis nicht mithalten können, wenn wir sogar schon ein besseres Netz haben. Da sage ich auch einfach mal ja. Warum hatte Aaron so wenig an? Im Internet hat kaum jemand was an. Also, habe ich gehört. Ich sollte mir auch ein Internet anschaffen. Du hast doch eins. Das Smartphone. Psst, ermutige ihn nicht noch. Oh. Aha. Lass uns über was anderes reden. Was gibt's sonst noch? Wie läuft dein Barbarenbräu? Ein paar Leute haben über Magenschmerzen geklagt. Was? Wirklich? Und jetzt sind auch noch die Rohre kaputt gegangen. Ich verstehe was vom Rohre verlegen. Ah, das wäre großartig. Hier hast du den Schlüssel fürs Hinterzimmer. Aber sei leise. Oben drüber wohnt Aaron. Sie möchte nicht gestört werden. Keine Angst. Ich kann auch leise Rohre verlegen. Du musst den Braukessel wieder in Gang bringen. Den Hebel nach unten stellen, dann das Ventil drehen und den Hebel wieder nach oben stellen. Allerdings müsste man erst das Rohr reparieren. Da hat sich wohl irgendwas durchgeätzt. Was das wohl war? Hast du vielleicht ein Zimmer frei? Du weißt schon, für Damenbesuch. Ja, das Zimmer oben. Aber Aaron belegt es gerade. Sie wollte eigentlich nur zur Zwischenmiete hier sein, aber jetzt ist sie schon einige Zeit da. Wenn sie auszieht, könnte ich also rein? Ja, wenn du bezahlen kannst. Vielleicht kann ich die Miete abarbeiten? Wenn du damit meinst, dass du mir bei der Reparatur der Brauerei helfen willst, dann haben wir einen Deal. Was kannst du mir noch? Ich glaube, ich... Bis später. Auch abgebrochen. Sind die Schlüssel hier aus Wachs oder wie? Lefties frische Wäsche. Immerhin zieht er sich offenbar regelmäßig um. Seit wann trägt Lefty denn? Ah, das muss dieser Aaron gehören. Es fällt sicher nicht auf, wenn ich das mitnehme. Sicher. Bei Unterwäsche bin ich eigentlich nicht wählerisch, aber Lefties Unterhosen lasse ich lieber hier. Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Lefty sagte, dass der Braukessel erst wieder in Gang gebracht werden muss. Lefty hat gesagt, dass ich irgendwas betätigen muss, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Lefty hat gesagt, dass ich irgendwas betätigen muss, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Abgeschlossen. Aber ich höre Geräusche aus dem Zimmer. Klopf, klopf. Wer ist da? Wiebke? Wiebke? Wiebke, räume ich die Tür auf. Oh, echt jetzt? Boah, ich habe mittelalterliche Bücher gelesen, die sich schon für so einen alten Witz geschämt hätten. Ich komme später. Also, zurück. Nein, danke. Das Rohr ist hinüber. Man müsste schon das ganze Stück austauschen.
Jetzt gehen wir mal der Tussi erstmal eine Schlüpper. Ich sag mal, wir kriegen draußen noch ein Rohr zusammen. Danke, ein Glück. Ist noch was? Das Toilettenpapier. Bitte. Da. Ey, das ist nur eine leere Rolle. Ich habe alles gebraucht. Würdest du dich bitte aus dem Staub machen? Ich will mich umziehen. Du hast da eine leere Klopapierrolle, Larry. Ist schon wieder alles aufgebraucht? Ja. Komisch. In letzter Zeit ist das immer ruckzuck leer. Das ist ein Geheimnis, das wir niemals aufklären werden. Kannst du mir einen Gefallen tun und das Toilettenpapier auffüllen? Es ist gerade eine neue Lieferung eingetroffen. Du findest alles im Hinterzimmer. Damit bin ich vorerst fertig. Ach, Larry, das mit dem Toilettenpapier kannst du jetzt auch vergessen. Das Klo hat es nicht überstanden. Es hat schon viel erlebt in all den Jahren, aber das war zu viel. Diese Becky ist jetzt auch verschwunden. Ich soll dir ausrichten, dass sie dich nie wiedersehen will. Hat Becky da vielleicht? Ja, sie hat ihr Höschen da reingeworfen. Höschen. Auch eine Art, Unterwäsche vorschriftsmäßig zu entsorgen? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist mir zu gefährlich. Das lässt sich nicht kombinieren. Das lässt sich nicht kombinieren. Na, da kommen wir noch dran zu. Dass wir das Rohr repariert kriegen. Damit bin ich vorerst fertig. Lefty hat gesagt, dass ich... Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Lefty sagte, dass der Braukessel erst wieder in Gang gebracht werden muss. Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Hier wurde mal die Wand erneuert.
Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das hilft mir 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 nicht. Das muss nicht geflickt werden. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Hier ab. Das ist ja total kratzig. Sowas kommt nicht an meine Weichteile. Kannst du nicht weiches Papier besorgen? Bin schon dran. Oh, ja, eindeutig gebraucht. Hast du auch das Klopapier? Noch nicht. Dann komm wieder, sobald du beide Sachen hast. Dann sehen wir weiter. Der würde mir sowieso nicht passen. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Ich glaube, da ist etwas drin, aber der Busch ist zu dicht. Okay, also der Busch ist zu dicht. Das ist gut so, wie es ist. Ja, warte mal, das ist gut so, wie es ist. Oh, shit. Ich habe gedacht, da geht da vielleicht ein, der Busch. Das ist, glaube ich, zu hart dafür. Das muss nicht gebiert werden. Gebiert? Das ist gut so, wie es ist. Nicht alles. Da ist Strom, da ist ein Plakat. Ausgang, mit ihm quatschen. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einem das Glas auf. Könnte was runterkommen von oben. Ja, Matthias. Geht er jetzt eigentlich? Besser nicht. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Das Kabel hat mehr Bruchstellen als mein Ego zur Highschool-Zeit. Wirkt überwiegend tot. Wir sind schon bei anderthalb Stunden, ey. Das angezockt ist schon ziemlich lang. Dann gucken wir uns mal noch die Details an. Hier werden die Zutaten für das Barbarenbräu geschleudert. Also genießbar. So in etwa. Eine Waschmaschine, die gewaschen werden müsste. Nur noch Unterwäsche von alten Männern. Frisches Toilettenpapier. Sieht billig und wenig einladend aus. Damit braut Lefty sein Barbarenbräu. Das hängt irgendwie mit dem Braukessel zusammen. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Lefty hat gesagt, dass das Rohr erst repariert werden muss. Das hängt irgendwie mit dem Braukessel zusammen.
Damit braut Lefty sein Barbarenbräu. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Nichts, was man schnürsenkeln sollte. Die ist schon schmutzig genug. Das hilft mir nicht. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Das kriege ich bestimmt nicht weich damit. Sieht alles größer aus. Besser nicht. Nicht nötig. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das ist das kaputte Rohr, das ich reparieren soll. Ja, irgendwie müssen wir ja mit dir quatschen können. Abgeschlossen. Aber ich höre Geräusche aus dem Zimmer. Klopf, klopf. Wer ist da? Wiebke? Wiebke? Wiebke, räume ich die Tür? Ich komme später. Nein. Da hängen Flyer. Da hängen Flyer. Hier wurde mal die Wand erneuert. Also ich muss irgendwie. Scheint kaputt zu sein. Ich brauche irgendwie was, um in der Tonne zu stöbern und mal hier lang gehen. Sieht so aus, als hätte Eigentum der Ostindien-Münzautomaten-Kompanie, erbaut 1732. Lefty scheint den aber etwas optimiert zu haben. Da kommt was raus. Hier steht, wollt ihr ein schön Produkt ergattern, muss eine Golddublone durchs Getriebe rattern. Dollar nimmt die Maschine wohl nicht an. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Besser nicht. Eine Golddublone. Gar nicht mehr so viel. Wir müssen irgendwie, denke ich mal, das reparieren, der Jukebox-Stecker. Warte mal, nehmen wir einfach mal Pflaster. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Das ist so kratzig, das kann man niemandem oder etwas antun. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Sieht alles größer aus. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Das muss nicht geflickt werden. Würde ich jetzt hier nach anderthalb Stunden auch mal Schluss machen. Wird angezockt. Ich finde, es ist ein schöner Point-and-Click-Adventure. Leicht bis mittel versaut. Aber es ist halt ein Klassiker. Ich denke mal, das könnte man auch mal im Stream spielen, weil so ein Point-and-Click-Adventure ist ja auch gut.
René hat sich ja auch was Ruhigeres gewünscht. Also da müsstet ihr mir dann mal Feedback geben, ob ihr da Bock habt, dass wir das abends im Stream mal machen. Weil dann kann man dann auch zwischendurch ein bisschen mehr quatschen. Oh Gott, ich bin so im Arsch heute. Ich find's gut. Ich find's richtig schön gemacht. Ja, Mensch, das versaut ist halt toll. Ja, so aus der 80er, das ist halt so trash, dass es schon wieder cool ist. Und die Sprüche sind cool und ey, Barney Stinsons Stimme. Aber bitte. Also, da kann man ja nur sagen, geil. Also mir gefällt's und ich würde das auch gerne mit euch dann im Stream spielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Da bräuchte ich euer Feedback. So, ich bin dann aber jetzt weg. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder Stream. Guckt mal bei Twitch vorbei, Odin_Ase. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Also.